Willkommen zurück zu King's Blood. Wir machen weiter mit ein paar kleinen Quests. Und schauen wir mal, was mit diesem Land hier so passieren wird. Aber ich habe so die Vermutung, dass, warum wir den natürlich auch immer drin haben, Rajo, dass der nächste König wird. Das ist meine Vermutung. Was anderes kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil umsonst haben wir den ja nicht als einziges Mitglied der Königsfamilie oder des Königsblutes. So, wir machen heute hier oben ein bisschen was. Und natürlich die Quest, weil das ist eine fortführende, wie man hier sieht, an der 2. Genau. Dann starten wir das gleiche ganz mal. Ganze gleich mal so rum. Verhapselt. Wen haben wir denn da? Wen können wir denn mitnehmen? Ich werde sagen, die beiden. Dann haben wir noch Auswahl zwischen den beiden. Und da haben wir. Und so. Da haben wir doch eigentlich eine ganz gute Kombination mit drin, würde ich sagen. Schade, dass wir keine Menschen haben, aber ich glaube, so. Aber ich glaube, so Fokuskästen-reduktionsmäßig braucht man das in diesem Kampf gar nicht. Deswegen würde ich einfach mal sagen, das passt so. Oder ich nehme doch noch einen Menschen mit. Nehmen wir ihn mal mit. Nämlich recht flink, was das ist. Vor allem im Heilen. Equippen. Außerdem haben wir dann, glaube ich, eine Dreier-Kombo. Genau, eine Dreier-Kombo. Braucht man ja nicht. Deswegen bloß die Zweier für die Barriere. Gehen wir auf Nummer sicher und rüsten die mit Zeug aus? Ich würde fast sagen, ja. Dann gebe ich ihm die Frostnova. Ihm gebe ich einen Feuersturm. Rest weiß ich noch. Mich eigentlich erstmal so lassen, oder? Naja, lass mal das mal so. Warten die Quest. So, weiter geht's hier oben, weil hier haben wir noch gar nichts gemacht, beziehungsweise kaum. Wir sind also kurz vor dem Abschluss und wie gesagt, hier bei den Belohnungen haben wir ja noch nichts geholt. So, und deswegen spielen wir. Was spielen wir denn? Wir spielen Shapeshifter. Wir spielen Mage. Und noch ein Archer. Toll. Und ein Zweier Support. Machen wir die beiden. Oh. Dann können wir noch einen weiteren auswählen. Ich wähle einen. Dessen? Oder Summoner? Ich wähle ihn. Oder? Nee, warte mal. Bop-bop-bop-bom. Bop-bom-bop-bom. Oh, mir fällt da was ein. Könnte eigentlich auch ganz interessant werden, war Menschen mit Shapeshifter gepaart? Hey, geil. Egal, starten. So, wo ist der Heiltrank? Heiltränke oder halt die Fokustränke? Was gebe ich da mit? Ziemlich Reinhorn, nehme ich mal an. Deswegen lasse ich das mal bei einem Heiltrank. Ich weiß nicht, wie stark der ist. So, hier haben wir auch noch einen großen Giganten, Steingiganten. Tanks haben wir noch alle fast zur Verfügung. Da würde ich die beiden mitnehmen. Zusätzlich. Ne, ob ich ihn nehmen sollte. Haben wir noch Mage? Sogar noch Mage.
Shapeshifting. Nee. Oh shit. Ja, komm, mach mal so. Mach mal Dreier Bogenschützen mit dazu. Und starten. So, Erde Umbruch auf jeden Fall noch einen Heiltrank. Der Rest. Mal belassen bei dieser Sache. Haben wir doch bestimmt noch was. An den nicht gerade? Ah. So, eine weitere Steinbarriere haben wir nicht. Deswegen müssen wir gucken, dass wir ihn nehmen. Ihn nehmen. Da noch zwei. Dann nehmen wir die beiden. Oh, was haben wir denn jetzt noch? Bogenschützen haben wir keine. Assassins haben wir auf jeden Fall noch. Tanks haben wir auch noch. Aber die werde ich nicht nehmen. Hat einen einfachen Grund. Weil die sind schon alle ziemlich weit Max Level. Ich würde gerne Assassins nehmen wollen. Bei ihnen. Nehmen wir alle Viere mit, ist ja egal. Und dann nehmen wir sie noch mit. Obwohl ich vielleicht müsste. Zweier Assassin. Ja. Dann mach mal lieber einen weiteren hiervon rein. Bin ich da halbwegs sicher, was das angeht, wegen magischen Schaden. So, Heilung kriegen wir. Schild kriegen wir. Das heißt, eigentlich braucht man gar keinen Heiltrank verwenden, ne? Ich bin mir da meistens nicht so wirklich sicher. Ich kann ja mal ihm selbst so das angeben. Dass ich es jetzt wiederbeleben kann. Den Rest will ich es mal so lassen. Gut, starten wir das Ganze. Zack, zack. Das nächste Mal, da ist er schon. Der Dicke. Warte mal, den mal hier hin. Die Assassins müssen eh hinterspringen. Den zur Hölle greift denn der jetzt eigentlich an? Ach, den Brock, aber der hat so viel Selbstheilung teilweise. Da bringt das nichts. Ist natürlich ein super Ort hier im eingeengten Bereich gegen so einen Riesen zu kämpfen. Überall Schilde zu sehen. Oh. Oh. Kommen einige Leute ziemlich weit. Oh, sie ist Max Level geworden. Sehr schön. Er braucht nur einen. Und er auch noch. Oh ja, da hat sich das ja gelohnt, die mitzunehmen. Oh. Mit dem Bogen. Mit dem Bogen bin ich mehr einverstanden. Schon wieder dieses. Ah. Warte mal, dann mach mal. Das mach mal anders. Nicht so wie gerade eben hier. Gehen wir da hinten hin. Du wirst ja eh
Ding laufen. Botten und dann, ja. Wenigstens so, dass der ein bisschen rauskommt. Kann machen? Na ja, doch, geht. Also. Heiltrank. Die Barriere hat jetzt nichts gebracht, weil er halt schneller dran war. Aber er ist weg. Ruhigt mich. Oh, die waren alle schon Max-Level. Na gut. Wenn man die Charaktere auswählt, kann man nicht noch eine Funktion einbauen wegen Level? Also, dass man gucken kann irgendwie? Nicht? Möglicherweise? Was sind das für schlechte Stiefel? Sind die schlecht, muss ich sagen. Nicht, aber gefallen die nicht. Mal den Ring. Ja, das hier sieht schon ein bisschen anders aus. Ja, Angriff. Oh mein Gott, der haut aber Kellen rein. Ich hab ein kleines Problem. Wem hatten wir noch? Ja, Hälfte. Sagt da war er weg. Dass das Bärchen natürlich jetzt gestorben ist, fand ich ein bisschen uff. Oh, Max Level. Ein Level noch. Ein halbes sogar bloß. Das läuft ja wie am Schnürchen. So, oh, wir sind fast wieder voll mit den Totenköpfen. Eieiei. Endlich wird das jetzt hier nicht so dumm, dass ich hier komplett weggenockt werde. Sind. Ja. Shit. Boah, da muss ich mir die Aufstellung überlegen, wie ich das mache. So könnte ich das handhaben, nur das Problem wird sein, Mann. Genau das habe ich befürchtet. Dass ich nämlich eine aufs Maul kriege. Shit. Okay, wie handhabe ich das jetzt am besten? Option wäre. Die Mages zu nehmen. Von die, die ordentlich reingeknallt haben. Oder aber auch Jäger-Variante. Hier war ich gerade. Ach ja. Ich denke mal, ich werde die Mages nehmen. Da habe ich jetzt nie hingeguckt. Nee,
Gelobt sei die Mute-Taste. Oh! Ein Drache! Oh, nice. Wo war der jetzt? Da oben, wa? Tatsächlich, ein Drache. Wie geil ist das denn? Und das war genau The Caller. Also, dann würde ich sagen, klick mich gerne mit dem Drachen nochmal an. Ist diesmal ja ein anderer, aber trotzdem. Natürlich, warum nicht? Wie hatte ich gesagt, meine ich das jetzt am besten Mage ist oder auf Mages? Komm, nehmen wir die Firma-Variante gleich mit. Tanks. Nehmen wir die Vierer-Variante. Oh. Haben wir alle. Nee, halt nicht stoppen. Mann. So, nochmal neu. Inventar, jawohl. Dann. Dann gehen wir mal so ein Schiff mit hier. Hier. Oh, gleich. Mana-Trank. Denen natürlich Fett drin gegeben. Den würde ich jetzt erstmal lassen. Genau, das würde ich so lassen. Warten. Dahin. Wie mache ich das? Mal die beiden. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das klappen könnte. Org und... Ja, ich kann jetzt aussuchen. Mal sie noch mit. Das wird 100% nicht funktionieren. Das kann ich euch versichern. So. Was haben wir denn hier? 52 Damage. Damage. Critical Rate. Lively. Ja, komm, gehen wir ihr das. Gut, Knut. Gut, gut. Sie hat ja auch noch so eine hässlichen blauen Bücher, müsste die irgendwie auch mal austauschen. Ah. So, die beiden haben das. Dann. So. Sind die Damage-Tränke hier? Mal denen. Ja, wie machen wir es denn jetzt? Dann höchstens noch das Target Stun. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wie mache ich denn das jetzt am besten?
ich mal mit der Frostnova weg und so einen Stein hinzufügen. Starten. Bin jetzt gespannt. Ich weiß, das werde ich nicht schaffen, aber ich bin einfach gespannt. So, was nehmen wir jetzt noch hier? Wir haben die nächste Auswahl. Na komm, nehmen wir das. Was haben wir denn jetzt hier noch zur Verfügung? Wir haben Archer. Links haben wir noch welche? Gut. Oh. Und einen können wir noch. Da würde ich ganz gerne einen Elf mitnehmen. Allein wegen Ability Power. Power! Nehmen wir Heiler mit, wa? Oh. Da nehmen wir den Heiler mit. Der Riss kann eigentlich so bleiben. Und der Rest, ich hoffe, das passt. Oh, shit. Hört auf, den anzugreifen. Komm, komm. Alter, die Verwandlung, die dauert aber auch. Oh. Sieht nicht so gut aus. Lol, der heilt. Die Bäder heilen. Diese Schweine. Aber es könnte klappen. Auf zu heilen. Die Spinne hat ja noch ihr Gift und er haut ja da mit einer unglaublichen Geschwindigkeit rein. Das tut ja weh. Oh, ich habe das irgendwie überlebt. Eieiei. Da denkt man sich noch, ja, da geht noch was. Oh. So, da mal Ability blocken. Ja, nehmen wir das Buch, dann können wir das wenigstens mit der Ehen, mit dem eben Summoner oder ja, das da war auch so. Oh, jetzt los. Haha. Ja. Den aufteilen. Oh. Wird nicht. Das wird nicht, dass ich jetzt schon. Ach du Scheiße, 52.000. Siehst du, den Ehren hat schon weggenetzt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh. Komm schon. Hab's. Aber es ist ganz gut gelaufen, muss ich sagen. Ist ganz gut gelaufen. Oh mein Gott. Stiel 27.000. Oh, herrlich.
Okay, aber mit diese Steine, dass man den da 5 Sekunden stand, das war eigentlich schon ganz geil, muss man sagen. Sehen, das ist ein Venier? War noch 4 oder 5? Eine andere Truppe hier. Wie man es macht, macht man es falsch. Und bam! Ey, nicht die Mädchen, lass die Mädchen in Ruhe. Ah, einer ist tot, verdammt. Aber der Rest stirbt so. Geil. Ey, jetzt noch ein Mädchen mehr. Das haut rein. Da haben wir ein Level Up, den letzten. Sehr gut. Oh, was bist du denn? Hit, Attack. Yes. Wirklich nice. Nehmen wir gleich mit hier. Where is Harkon? I need to talk to him. Welcome back, my lady. Out of my way. I need to talk to him now. My lady, sit down with me for a bit. The highest commander has lost his life. Harkon is dead? A coward disguised as a warrior. Yes, he took his own life. Screw this, Nerano. We lost on all fronts. They'll come and execute me. You promised me a kingdom, but what I'll get is death. And you just sit here and grin into my face? You were wrong the whole time. My lady, I have to disagree. You seem to be confused. You'll become queen, as I predicted. What are you talking about? Harkon isn't the only one who lost his life. Look into the sky. It turned red. Yes, my dear child. The king has finally died. Without a king's blood controlling Grimgard, the barrier has been weakened. Let's visit your sister. My sister? Just follow me. Oh mein Gott. Kann doch nicht noch am Leben sein. Das bezweifle ich. Die lebt nicht mehr. Definitiv nicht. Nein. Nein, nein. Der Inn hat die doch aufgeschlitzt gehabt. Was soll das denn? So, was haben wir noch hier für Quests? Können wir noch ein bisschen was machen? Das wäre ganz geil. Da machen wir nämlich heute ein bisschen mehr wie sonst. Aber ich muss erstmal nach Quests suchen, die halt fortführend sind, wie die hier, die mit, ne? Ich muss mich immer noch kaputt lachen über den Drachen. Zack, da hat er mich mit einem Ding total weggeklöppelt. Oh, warte mal, das war ein Dungeon, mal. Ja. Ja, komm, dann machen wir noch kleine Kämpfchen. Warte mal, bevor das hier jetzt geht, ich würde dann mal gucken. Mach mal einer. So, wer ist noch hier jetzt nicht? Der. Okay, also die beiden Spezialisten. Prinzessin. Heilerin. Oh Gott. Ich will mir gar nicht alles merken. Das sind gar nicht mehr so viele. Okay. Also, wir hatten gesagt. Er. Er.
Dann war sie Prinzessin. Jetzt noch wer? Der hier. Genau, die Firma weiß ich jetzt noch, die noch nicht Level Up sind. Oder Max Level haben. Weiß ich aber nicht, ob irgendeinen anderen noch mit dazu genommen hatte. Sah für mich im ersten Moment nicht so aus. Okay, dann. Da, 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 dann, dann, dann. Dann, dann. Ne? Die lassen wir mal als Sub. Dann würde ich jetzt noch einen Tank. Genau. Noch einen zweiten Tank. Ja, komm, nehmen wir ihn mit. Bitte starten. Danke. So. Was haben wir hier? Das ist nicht so geil. Haben sie die ganzen Blätter schon vergeben, größtenteils? Na komm, mach mal dich noch. Dann mach mal dich noch. Shifter. Ich glaube, die können wir lassen. Na gut, das Medium könnte ein bisschen knifflig werden, deswegen nehme ich ihn noch mit. Gepaart haben wir noch einen. Ja, nehmen wir sie mit. Mach mal voll. Hat man das auch? Oh, haben wir auch noch nicht drin. Das ist nicht großartig. Mimik. Oh. Ja, kommen wir mal schon mal. Bitte Tanks. Tanks. Warum nicht? Tanks. Oder machen wir bloß Zweier- oder Dreier-Tanks. Machen wir erstmal Sechser Bogenschützen. Machen wir erstmal Sechser Bogenschützen. Noch sie mal nehmen. Ja, sie mal. Dann brauchen wir nämlich bloß Zweier. So, einmal. Ja, und wen können wir jetzt noch mitnehmen? Könnten aber auch so den Ork nehmen. Genau. Mach mal das. Warten. Bitte die Uhr drehen. Zack. Oh. Man. Weiß, dass ich vielleicht keinen Heiltrank mit. Ah, doch. Aber der springt darüber. Ich gehe kaputt. Zum Glück haben die. Zum Glück haben die so eine hohe Angriffsgeschwindigkeit. Das lief ganz gut. Also die schwächsten Bogenschützen sind momentan die drei hier. Das gefällt mir eher nicht so. Muss ich auf jeden Fall auch was austauschen irgendwie. Nehmen wir denn hier? Also hier würde ich schon fast behaupten. Das Schwert. Der springt hinter, du springst auch hinter. Mal, tauschen wir mal, wer den angreift. Er hat mehr Leben.
Kann ich hier vorne noch mit abstellen wegen ein Schild, das du schnell aufbaust. Ansonsten würde ich das schon so stehen lassen hier. Hopp! LOL! Alles klar. Wir haben hier schnell eine übergezogen. Da bin ich wieder. Oh Gott. Fehlerbewohnung begangen. Ey, Alter, dass die so reinhauen. Holy shit. Was haben die denn für ein Damage? Da kann ich nicht mehr sehen. Das tat schon ordentlich weh. Oh, ich hab einen Bug. Ich hab einen Bug. Ah! Es geht doch nicht mehr weg. Ah, jetzt. Better than you could ever imagine. Der Bug ist weggegangen. Oh, herrlich. So, Assassins. Ja, die können dahinter springen. Was haben wir noch hier? Zaps. Und ja, ja. Okay, gut. Dann starten. Habe ich das zum ersten Mal mit dieser Rauch bei dem gesehen? Das ist krass, wie groß ein Mensch ist zu einem Halbling. Oder zählt der überhaupt als Mensch? Der ist ein bisschen zu groß. Der ist ja sogar größer wie ein Ork. Oder ist das ein Buff, den der bekommen hat? Mal, kann irgendeiner Buffs verteilen? Sie vielleicht? Oh, das war's auch schon. Muss ich gleich mal gucken. Fokus. Fokus. Sehr schön. Ein Stab mit. Where are we? We are in the Royal Crypt. A place where only royalty may be buried. Come. Roka! Isn't she beautiful? Why would you bring me here? Stop torturing me with her sight. I have hidden a little secret from you all this time, even though I believe you already knew. I studied demonic energies for all my life. Yes, I am not wrong in saying that I am a master of the craft. I've been conserving your sister's body for all these months. All that despite Grimgard limiting my powers. They have awakened now. However, my powers are but a shadow in comparison to your potential. Believe me, without the barrier, your powers will be endless. So, it is true what was written in this old book. You are a smart child. Yes, you are a half-blood. A direct descendant of Moriel the Great. The powers of a demon, but the soul of a human. I still don't get it. It's just a matter of time until the enemy armies will storm our gates. We've lost all our military power. And if they don't finish us, it will be the undead swarming into the land from the south. Shh, Alra. Shh. Put your hands on your sister's temples. Close your eyes now, and feel the awakened powers replenishing her body. Rauka! My sister! She opened her eyes! But she won't talk until... Tell me now, how can I bring her back? The way how she used to be? Calm down, Alra, and listen to the powers. You've got the gift. The undead won't be a threat, but they will be our weapon. I can teach you how to control them, and I can teach you how we can bring back your sister. Then start now! Tell me all I have to know! There is just one thing we have to get rid of. What is it? Grimgard.
Even without being carried by a king's blood, it still radiates an energy dampening our powers. We have to destroy it. And our powers, your power, will be endless. Of course, I see. Cleansing Grimgard of Moriel's soul, though, can only be done by a true king's blood. It will be you, Alra, who will break this artifact. But it will be you ruling this kingdom as the new queen of Arthania. Let's go now, my queen. Oh mein Gott. Alter, ich könnte den Typen einen in die Schnauze hauen. Und dass die alle auch noch da mitmacht und das... Kriege ich einen Hass. Da kriege ich einen absoluten Hass. Oh, guck mal, da ist er wieder. Oh, Alter, dieser Drache. Das war schon recht witzig, als er den aus dem Leben gepustet hat. Hat's gemacht. Ach, gut. Ich würde sagen, dann war's das mal wieder heute hier. An dieser Stelle. Wir sind wieder ein kleines Stückchen vorangekommen mit der Story, was mich immens freut. 6 Runden noch bis zur nächsten Invasion. Auf mal. Easy. Kein Problem. Außer der Totenkopf bleibt so hoch. Na, müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir auch schlechte Karten. Egal. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Gut, dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von euch. Bedanke mich vielmals fürs Zusehen und wünsche euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.